Hallo ihr Lieben, sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch zeigen, wie man diesen Bruchterm hier kürzen kann. Und wir haben da einiges vor, denn da stecken einige binomische Formeln drin. Bevor wir da aber hinkommen, müssen wir erstmal gucken, was wir überhaupt zu tun haben. Wir wollen ja kürzen. Und kürzen darf man nur, wenn die Dinge mit einem Mal verbunden sind. Das heißt, ihr dürft jetzt nicht sagen, ah, guck mal, hier steckt eine 30, die kann ich mit der 90 kürzen. Das dürft ihr nicht machen, weil die Teile hier mit einem Minus und einem Plus verbunden sind. Daraus dürft ihr einfach nicht kürzen. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir kürzen dürfen. Und das können wir nur machen, wenn wir den Zähler faktorisieren und den Nenner faktorisieren, also zu Produkten irgendwie schreiben. Und Produkte finden wir, indem wir ausklammern. Man startet einfach mal mit den Zahlen. Man weiß nicht, worauf das hinauslaufen wird. Deswegen ziehen wir einfach mal Zahlen raus und gucken, wie sich es dann entwickelt. Die 5 steckt hier drin, in der 30 steckt sie auch drin und in der 45 eben auch. Deswegen ziehen wir einfach mal die 5 oben im Zähler raus. Das bedeutet, wenn wir hier die 5 ausklammern, bleibt nur das x² übrig. Im zweiten Teil, wenn wir 30 durch 5 rechnen, bleibt die minus 6x übrig. Und hier hinten 45 durch 5, das wären 9. Also einfach die 5 rausziehen und dasselbe überlegen wir uns hier unten, welche größtmögliche Zahl man hier rausziehen könnte. Das wäre die 10, denn die steckt hier drin und auch in der 90. Also klammern wir einfach mal die 10 aus in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Wenn wir das machen, steht dann da x² und hier hinten würde eine 9 übrig bleiben. So, okay, Zahlen sind rausgezogen, die könnte man jetzt auch schon kürzen. Wir warten einfach bis zum Schluss, bis wir dann kürzen. Könnt ihr aber auch schon machen, wenn ihr unbedingt jetzt wollt. Jetzt gucken wir uns die übrig gebliebenen Teile an, denn das sind immer noch Summen und Differenzen, also mit Plus und Minus, und da können wir immer noch nichts rauskürzen. Aber die Struktur kommt euch vielleicht bekannt vor. Da hinten die 9 ist eine Quadratzahl, hier vorne steht ein x². Minus und Plus, das ist die zweite binomische Formel. Mit diesem Mittelteil noch dazwischen. Und diesen Teil hier können wir also mit Hilfe der binomischen Formel nochmal faktorisieren. Also schauen wir uns diesen Teil mal getrennt an, dieses x² minus 6x plus 9, und überlegen nochmal, wie die zweite binomische Formel überhaupt war. Die ging ja folgendermaßen: a minus b in Klammern zum Quadrat ist a² minus 2 mal a mal b plus b². Was haben wir hier jetzt stehen? Das wäre die rechte Seite hier von dieser binomischen Formel. Und wir wollen das jetzt nochmal zu so einem Binom zusammenfassen. Okay, was würde das also bedeuten? Wir hätten hier das x² stehen, das würde diesem a² hier entsprechen. Und das a soll aber nur in die zweite binomische Formel rein, also müssen wir die Wurzel ziehen aus diesem a². Aus dem x² die Wurzel gezogen, da bleibt nur das x übrig. Dann kommt laut der Formel ein Minus und jetzt käme das b, das finden wir hier hinten als Quadrat, also müssen wir auch nur die Wurzel ziehen aus unserem b² hier, das wäre Wurzel aus 9, das sind 3, Klammer zu, zum Quadrat. Seid euch aber wirklich sicher, dass das die zweite binomische Formel ist, denn es reicht nicht, dass hier hinten eine Quadratzahl steht und da eine Quadratzahl, weil es gibt ja noch so einen Zwischenteil. Und da müsst ihr dann einmal noch überprüfen, ob das auch 2 mal a mal b ergibt. Also 2 mal x mal 3 sind eben diese minus 6x dann, die hier eben stehen. Also das dürfen wir dann so schreiben. X minus 3 zum Quadrat wäre das. Das heißt, wir ersetzen das mal gerade in unserem Bruch, den wir hier schon vorbereitet hatten. Statt dem Ding haben wir gerade mit der zweiten binomischen Formel das Ganze so umschreiben können. Okay, unten lassen wir die 10 mal stehen und jetzt kümmern wir uns um diesen Teil. Und auch das hat zwar nur zwei Teile, aber es sind beide Male Quadratzahlen, x zum Quadrat und die 9 auch. Und es ist die dritte binomische Formel. Das heißt, wir wollen mit der dritten binomischen Formel dieses Ding jetzt faktorisieren. Wie ging die denn jetzt nochmal? Das war a minus b mal a plus b. Das ergibt a² minus b². Und das ist genau das, was wir hier stehen haben. Das können wir also umschreiben. Wir können schon mal zwei Klammern machen. Bei der einen steht minus, bei der anderen plus. Und jetzt
müssen wir aus dem a-Quadrat die Wurzel ziehen, um auf unser a zu kommen. Das wäre einfach nur ein x. Das können wir da schon mal eintragen. Und dasselbe Prinzip, die Wurzel aus unserem b-Quadrat ziehen, um auf den zweiten Teil zu kommen. Wurzel aus 9 hatten wir schon, ist 3. Also haben wir hier jetzt ein schönes Produkt draus gemacht mit Hilfe der dritten binomischen Formel. Das ersetzen wir also in unserem Bruch. Statt dem Teil können wir eben x minus 3 mal x plus 3 schreiben. Und jetzt haben wir hier überall Malzeichen dazwischen und jetzt dürfen wir endlich kürzen. Schauen wir uns das Ding auf der anderen Seite mal an und gucken, was wir machen können. Wir dürfen die Zahlen kürzen, das hatten wir schon gesehen. Durch 5 teilen, also bleibt da 1 übrig, hier unten eine 2. Und dieses x minus 3, die komplette Klammer, dürfen wir rauskürzen, weil die eben mit einem Mal vorne und hinten verbunden ist. Mit dem Ding da oben, das steht zweimal da, deswegen können wir es einmal rausstreichen. Und übrig bleibt dann oben nur x minus 3 und unten 2 mal x plus 3. Und mehr geht nicht. Das war's. Mehr können wir nicht rausziehen. Ich hoffe, ihr konntet folgen, habt noch mal ein bisschen wiederholt, wie das Ganze funktioniert. Und falls ihr Fragen habt, meldet euch wie immer gerne in den Kommentaren.